2016, als ich hier bei Hans-Herz-Kelb angefangen habe. Ich habe mit meinem Kollegen, er kommt aus Syrien, angefangen. Und dann damals haben wir nur Arabisch gesprochen. Und so in einer kleinen Ecke wollten wir nur arbeiten und dann los, dann sofort nach Hause gehen. Und dann so langsam, sie haben mich ins Boot mitgenommen. Dann haben sie mir gesagt, jetzt musst du Deutsch lernen, mehr Deutsch sprechen und so weiter und so fort. Und das war gut für mich, hatte gute Gefühle gebracht. Hatte ich mehr Leute, mehr Freunde kennengelernt, so wie Erika. Ich glaube, das war das Abendblatt, das den Aufruf gestartet hat, dass man doch Klamotten abgeben soll. Da habe ich etwas spät reagiert, die wollten nichts mehr von mir. Und dann bin ich in die Kleiderkammer, weil da ja was lief. Und da lief es so verrückt. Ich bin da rein, habe meine Sachen abgegeben, bin gleich da geblieben, bis abends spät. Es war so toll, es waren so viele Leute, es war so hektisch, es war so viel Freude dabei, es war einfach schön. Wenn ich Erika treffe, sie bringt mir immer was Neues bei, entweder Worte oder Sprüche und so weiter und so fort. Und besonders auch, sie erzählt mir viel von der deutschen Kultur und so weiter. Und jedes Mal bringt sie auch Kuchen mit. Oh, das ist der Beste. Und Hamoudi ist ein Sonnenschein, der kommt rein, der ist wissbegierig, der hat die Sprache schnell gelernt, er ist immer höflich, er ist auch humorvoll und der gehört dazu inzwischen. Wir mögen ihn alle. Oder so? Ja. Ich mache gerne so.